irgendwann fängt man an, darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich im Alter selbst gerne mal machen? Reise ich gerne, interessieren mich fremde Länder? Oder möchte ich zu Hause in meinem Garten sitzen und einfach den Garten pflegen? Und diese Vorbereitungszeit, diese Recherchearbeit, die ist sehr langwierig, weil es gab, bis wir unsere Plattform gegründet haben, nichts Vergleichbares, wo man auf Anhieb sagen kann, ich interessiere mich für ein Land und da schaue ich jetzt nach, was es für Möglichkeiten gibt. Sondern das ist eine richtige Sisyphus-Arbeit, alles zu finden, zu recherchieren im Internet, Bücher, Fernsehen, irgendwelche Reportagen anzuschauen, um dann in mühevoller Kleinarbeit zusammenzustückeln, was könnte für mich interessant sein. Das fängt schon bei 50 plus an, deswegen richtet sich unser Portal auch an die Generation 50 plus. Was sind die Gründe? Das ist zum einen Klima, ja, richtig, weil ganz viele einfach die Vorteile der Wärme für sich als sehr, sehr positiv empfinden. Das heißt, ob das rheumatische Erkrankungen sind, Arthrose, Atemwegserkrankungen, da spielt das Klima eine ganz wesentliche Rolle. Das zweite ist die Lebensqualität, die einfach in bestimmten Gegenden Europas oder auch außerhalb Europas als sehr positiv empfunden werden. Und last but not least, Budget. Wir sind seit 2 Jahren in der Recherche. Und zur Recherche gehört für uns auch, dass wir, wenn wir ein Land auserkoren haben, wir in dieses Land reisen. Uns vor Ort detailliert anschauen, wie ist die Realität, was passiert da, wer lebt dort, wie lebt derjenige dort, mit welchem Budget kann er dort leben, gibt es Unterschiede, gibt es möglicherweise Dinge, die man wissen muss, wenn man ins Ausland geht. Und auch wir können nicht ausschließen, dass wir am Anfang dann auch Residenzen und Einrichtungen dabei haben, die sich später, wenn wir vor Ort sind, vielleicht nicht als das geeignete Objekt herausstellen. Aber das ist genau unser Anspruch, dass wir diese Länder bereisen, um dann dem Leser eine absolut überprüfbare Qualität an Aussage geben zu können. Wer möglicherweise anfangs sagte, ich werde auf jeden Fall ins Ausland gehen, der revidiert seine Meinung und sagt, ach, wenn ich 4, 6, 7 Monate im Ausland verbringe und dann aber wieder nach Hause in meine Wohnung komme, dann reicht mir das möglicherweise. Das kann man aber erst feststellen, wenn man es selbst ausprobiert hat. Weil man muss sich bewusst sein, wenn ich im Ausland bin, habe ich eine andere Lebensqualität und eine andere Art zu leben, wie ich sie von zu Hause gewohnt bin. Oftmals ist es so, dass aus der eigengenutzten Immobilie später dann die Überlegung kommt, ich bleibe in dem Land, aber nun wird mir das Apartment, das Haus zu groß, ich kann es mit meinem Partner, mit meiner Partnerin alleine nicht mehr bewirtschaften. Wir wollen aber in dem Land bleiben. Und genau in dem Moment kommt dann der Punkt auf und die Überlegung auf, in eine Einrichtung zu wechseln, die einem das Leben ein wenig komfortabler macht, sprich einem die Arbeit abnimmt. Hier kommt das Stichwort betreutes Wohnen hinein. Es gibt Anbieter, die zum einen Apartments verkaufen und diese Betreuung mit anbieten. Oder man kann sich irgendwo einmieten und nutzt dann die betreute Wohnform als Mieter. Und oftmals ist es gekoppelt eben mit einem Pflegeheim in der Nähe, sodass der Umzug eigentlich von einem Zimmer ins andere Zimmer nur noch stattfinden muss, aber nicht mehr aus der Umgebung heraus. Wir werden weiterhin reisen, wir werden für unsere Leser berichten und irgendwann vielleicht mal an einem Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt haben wir entweder den Standort gefunden, wo wir uns vorstellen können zu leben, oder es läuft darauf hinaus, dass es ein Mix sein wird aus einem festen Standort in Deutschland und der Option, immer wieder woanders hinreisen zu können, entweder an Orte, die einem schon vertraut sind und wo man ein paar Monate im Jahr verbringen möchte, oder immer wieder neue Destinationen kennenzulernen. Wir sind auf jeden Fall neugierig genug, um für unsere Leser und natürlich auch ein Stück weit für uns das Ganze noch weiterzuführen. Und dazu leben wir einfach mit Leidenschaft diese Idee und hoffen, dass wir sehr viele begeistern können, diese Idee mit uns zu leben.